Keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Ich habe es nur mal kurz im Tutorial angespielt, die erste Runde. Von daher erstmal ein Wunderbar. herzliches Hallo in die Runde. Hallo. Hallo, Hey, hallo, einen wunderschönen. hallo. Ihr müsst mir nur sagen, was ich hier einstellen soll. Hallo. Ja, Mach mach mir mal, das mal, ich gehe mach runter, ne? nochmal. Arrow, im Endeffekt, das Ziel ist es, sei ein NPC. Ja, okay, das kann ich. Guck dir die NPCs an und sei ein NPCs, NPC. NPCs laufen nicht seitlich, das heißt A und D ist verboten und bewegen sich Nee, ruckartig. NPCs können seitlich laufen, das stimmt. Nein, Doch, können nicht. können Nein, sie. können Doch, nicht. doch, können sie. Mittlerweile können sie es ja anscheinend. Ja, Die haben die das. können das. Also, ich habe schon öfters jetzt gerade NPCs gesehen, die seitlich laufen. Wir haben es auch getestet, wenn du Wieso drauf war dein bist. Tag erfolgreich? Instance disqualifiziert. Okay. Das heißt, ich gehe jetzt einfach in die Bank rein, oder? Ja, wir räumen die Bank aus, machen das Beste, was wir daraus können und Du kannst zu Büschen laufen und kannst die anzünden. Aber du musst Nein, immer geht aufpassen, nicht. dass keine. Wenn Schreiber wieder dieselbe Klasse dabei hat, geht nicht anzünden. Was kann ich denn mit Y machen? Das ist ein Fragezeichen. Ah, er hat die Klasse nicht dabei. Okay. Ein Feuerwehrmann. Der Feuerwehrmann ist ein Gegner. Das ist einer von einem Wer anderen fliegt Team. denn hier mit dem Flugzeug? Ja, Feuerwehrmann ist einer vom anderen Team. Das zweite Mal schon VW Tiguan anzufahren, das ist natürlich cool. Alle. Unsere Aufgabe ist, die Bank zu auszurauben, richtig? Richtig. Und dabei nicht erwischt zu werden. Alle Para, einen Ah! wunderschönen guten. Ich Na, hab wie geht's dir Henke hat's nicht stets? geschafft. Ich hab Henke hinter mir drauf gucken, E drücke. Ja, jetzt könntest du da drin. Und den wirfst du draußen. Okay. Ah, da ist ein Polizist. Ah, Hilfe! Kann ich den? Ah, ich bin tot. Venom hat mich getötet. Ah, toll. Also der Gedanke war schon schön, Hero. Ah, das muss man jetzt einfach ausprobieren. Jetzt kannst du im Endeffekt den Leuten mal zuschauen, dann siehst du es und es ist tatsächlich wahrscheinlich sogar leichter, das Spiel so zu verstehen. Wer ist Stefan Neumann? Sind die das? Wer ist dieser Stefan Neumann? Das bin ich. Ah, Polizistin kommt Hello. hoch. Primo TV. Was war denn das? Was hast du hier geworfen? Ich weiß es nicht. Oh Gott, ich bin gerannt. Oh Gott. Ich glaube, du hast eine Münze geworfen oder sowas. Leute, ich schaue gerade, wir gehen in Ah, bist du Discord der einstellen, weil ich nicht Pickpocker? sehe. Nee, Ja, doch. nee, ich. Okay. Du kannst eine Ach Münze hier, werfen und da, wo die Overlay Münze ein. hinlandet, sammeln sich NPCs. Ja. Du kannst so einen Pulk NPCs durch die Gegend ziehen. Ich weiß nicht, wer gerade der Polizist war, aber ich bin gerade von ihm Danke, mir geht's weggerannt. wunderbar. Ein Kollege von der Aua, sauber. Henke Ja, ist genau, tot. Pilot Para, wer Ja, aber er bist hat du mich denn, geschnallt. wenn ich Jetzt stehe fragen ich wieder darf? da. Jetzt stehe ich wieder neben einem Polizisten. Also neben der Polizistin. Die übrigens oben Du immer bist noch bei auch dem ein Geldautomaten Kollege. gammelt. Werft Ein doch aus mal dem so eine Cockpit? Münze. Gute Frage, gute Frage. Also ich spiele das Spiel heute übrigens zum ersten Mal, von daher sei mir vergeben, bitte, wenn ich hier komplett erstmal abkacke. Gut, das mache ich eh bei jedem Spiel und immer. Aber ich spiele es heute. Ich habe es mir gerade eben runtergeladen. Ach, du bist Unten bei der alle EW. ATMs Okay. geknackt. Nice. Ja, GG. Und hast du Urlaub über Wochenende? Über Was? Von Weihnachten. wem? Über Von mir. Weihnachten. Von einem automatischen Geschütz. Ist das Bullshit, Alter? Das ist richtig Bullshit. So. Darüber redet ihr. Warum liegt da Geld oben bei den Automaten bei dir, Stefan? Wer hat Thomas, das da nein. rausgeholt? Du hackst quasi den Geldautomaten Und dann und musst du dann hingehen und es fällt das Geld auf den einpacken. Boden. Und wenn du das Geld aufgehoben hast, dann spawnt bei dir auf dem Rücken ein Rucksack. Und Okay. da musst du dir schnellstmöglichst die Gedanken machen an allen vorbei und quasi Zum Auto. Ah, zum okay. Auto. Solltest dich Ich umziehen. Ich glaube, verstehe, irgendjemand hat verstehe. dich gesehen. Also du Ah, kannst den du Rucksack hast nicht Standby. Ah, verdecken. okay. Wie lang? Das geht nicht. Okay, das heißt, sobald jemand was trägt, einen Rucksack trägt oder so, ist er auf jeden Fall Sobald einer du der Geld aufgenommen Gegnerin. hast oder Okay. Juwelier, irgendwas. Okay, verstehe. Oha, irgendjemand schießt hier. War ich. Wer hat Hast aber du? das automatische Geschütz? Wer kann das stellen?
Ingenieur bei den Polizisten. Mhm. Polizistin kommt hoch. Oh, mein Game ist gecrashed. Der ist es noch nicht mal aufgefallen, dass der dritte Automat mittlerweile gehackt ist. Polizist mit Maschinenpistole? Ja, dass die andere Klamotten nimmst? Na, das ist wahrscheinlich zu auffällig, oder? Aha. Es gibt tatsächlich einen, der kann 5000 nehmen, ohne dass er einen Rucksack hat. Kann man sich Charaktere aussuchen? Ja, Mensch, geil. Also, vor einem Startbildschirm hattest du oben so eine riesige Auswahlliste mit Stealth, Engineer und ein paar anderen Sachen. Aber naja, ich habe... Das sind alles Charaktere. Ich habe gerade einfach mal den kompletten Juwelier leer geräumt und... Achtung, Kamera bei dir, Bremo. Bei dir war gerade jemand in der Kamera drin. Jetzt ist er bei dir wieder in der Kamera. Oben ist einer... Also ich bin gerade in der Kamera. Oben ist die Polizistin. Hier sind Zulu, also abends müsste es ausgehen. Ja, okay. Ich bin jetzt back in die Kamera. Der Feuerwehrmann rennt auch oben rum. In der Employee-Abteilung. Mikey, was los? Ich muss ja schon weitermachen. Bis später. Mach's gut, Mikey. Remo sieht sie. Ihr Leute, ihr seht lustig aus. Wieso? Wie immer, oder? Standard. Stefan Neumann steht bei der Polizistin. Und der Feuerwehrmann ist, glaube ich, Henker. Der ist, keine Ahnung, den sehe ich nicht mehr. Feuerwehrmann sehe ich gerade nicht. Polizistin ist in dem Juwelier unten. War kurz. Ist wieder weg. Feuerwehrmann ist wieder im Employee-Tresorraum. Fuck. Woher wusste die das? Die hat das über die Kameras gesehen. Ja. Ah, scheiße. Deswegen sagte ich, die Kameras wegmachen. Wenn man die Bombe in der Hand hat, das sieht man auch, oder? Ja. Ja. Okay, ich bin nicht mehr in den Kameras jetzt. Ihr bist doch der Einzige, der noch lebt. Nee, Socki lebt doch noch. Ich lebe, Socki lebt. Ich bin schon lang tot. Aber ich kann immer empfehlen bei Chicken Teriyaki Sandwich. Socki, du bist die Einzige, die noch lebt, oder? Sieht man das irgendwo? Das Geld kann sie halt hier nicht aufheben, was da liegt, weil die Kamera sie sieht. Instant. Ja, also einmal konnte ich eben was wegschaffen, aber wo kann ich denn jetzt noch eine möglichst große Menge herbekommen? Tresor? Tresor? Ist der offen? Nee. Ach, lol. Muss ich die Bombe mitnehmen. Oder den Bohrer. Aber das Bohrer haben wir, glaube ich, diesmal nicht auf der Map. Eieieiei. Die Bombe liegt halt direkt am Auto. Das Problem ist, sobald du die in die Hand nimmst, sieht jeder, dass du es bist. Also bleibt mir nur heimlich Polizisten killen. Ja, noch 6-mal, 7-mal. Wie killt man Polizisten? Einfach erschießen. Einfach mal schießen. Du hast ja eine Waffe und danach, wenn du sie siehst, dann kannst du ja sie erschießen. Ich habe eine Waffe? Ja, du hast eine Waffe. Das Problem ist, die machen mehr Linksklick. X und Linksklick. Oder Y? Nee, eins. Musst du schauen, entweder ist es nur Linkstick. Linkstick ist aber, glaube ich, nur schlagen. Es könnte sein, dass du eins drücken musst auch noch. Nee, Q. Okay. Q? Ich bin ein bisschen die Waffe, glaube ich, auf Q und E. Nee, Q. Keine Ahnung. Muss schauen, es ist unten auf jeden Fall alles angegeben. Hinter dir. Ah, schade. Schade. Ich bin durchgelaufen. Aero, bleib mal einfach bei uns nochmal. Ich glaube, das ist tatsächlich sogar sinnvoller. Ne? Weil ich einfach viel mehr Leute. So. Rechts drücken, rechts. Team Räuber, bin ich. Ja. Ich esse übrigens Baumkuchen. Lecker. Ja, Leute, wie schaut es denn bei euch aus? Was habt ihr geplant über Weihnachten? Kannst du gleich oben aussehen zwischen Breach, Staff und Support. Und das sind alles die Charakterklassen. Wenn du da drauf klickst. Ich kann auf. Sniper, Insider, Agent, Doktor, Distractor. Oder was meinst du? Hallo, Easy Ace. Ja, ja. Hallo. Hört man mich? Hallo? Jetzt. Ja, hallo. Hallo, schönen suchst Abend. Suchst einfach nach Ecki und Passwort ist 12345, ne? Ja, alles klar. Danke, dass ich mitspielen darf. Na klar. Was soll ich denn jetzt am besten auswählen? Ist eigentlich egal. Ist echt egal.
Also am Anfang ist, glaube ich, immer von Stealth der Insider ganz gut, weil du dich da unterschiedlich kleiden kannst und da halt überall hinkommst. Ne? Ich weiß nicht, was ich jetzt bin. Sehe ich eigentlich irgendeine Außenansicht? Nee. Wenn du Tab drückst, dann siehst du, was du bist. Du bist der Insider, ich bin ein Krypto. Der Insider ist dieser Mann mit dem Anzug und den schwarzen Haaren. Da musst du mal rumgucken. Und die können auch nur in Mitarbeiterbereichen laufen. Also nur da, wo roter Teppich ist. Ne? War Bartler direkt hier erledigt? Ich wollte mich gerade mit dem Grappling Hook aufs Dach ziehen. Ist aber nicht sehr nett. Bin der immer noch auf dem Dach, der Polizist? Ja. Dann haben wir den Doktor dabei? Ja. Sehr gut. Probier's. Rettungsmission. Sag mal, was war das eigentlich vorhin? Auf einmal fängst du an, auf mich zu schießen. Aber ich hab dich gekriegt. Nein. Nee? Nee, ich hab dich ja dann am Ende erledigt. Irgendwie, du hast zweimal auf mich geschossen, dann hast du es sein lassen. Ja, das Problem ist, ich treffe irgendwie nie. Ja, okay. Was hast du da geworfen? Aus München. Stadt. Alter, was ist denn da passiert? Ich hab gesprengt. Hier gerade vor mir jemand in die Bank, weil der ziemlich straight auf die Treppen zuläuft. Ach nee, das würde ich sehen, wer ihr seid, oder? Ja, und siehst du? Und? Feuerwehrmann hat gerade zu tun da drin. Ja, ich mache ein bisschen Parade jetzt. Ich sehe das gar nicht, wenn mir vorbeigeflogen ist. Da fliegt ein Flugzeug durch den Mitarbeiterbereich. Ein vom Feuerwehrmann gelöschter Busch kann nicht mehr angezündet werden. Nein. Da rennt ein Feuerwehrmann. Naja. Das ist einer von denen, oder? Mhm. Siehst du das? Alter, was ist denn hier oben los? Was geht denn jetzt ab? Ich hab keine Ahnung, was ist denn hier oben los? Da oben ist Party. Da oben ist die ganzen NPCs von dem Spiel sind da oben. Das ist echt alle. Betriebsversammlung, ja genau. Ne, pass auf, Alter. Ach, scheiße, ich wurde umgelegt. Bartler hat mich gekillt. Ich zieh's ja alle zu. Warum liegt auf einmal ein Fass? Warum steht ein Fass? Unten liegt die ganze Kohle, die ich gerade versucht habe, mit runter zu. Stefan sieht schon. Versuch noch rauszufinden, was es mit diesem Fass auf sich hat. Ja, das ist der SWAT-Agent noch, da dürfen wir es nicht hin. Mit dem Fass kannst du sprengen. Ein bisschen zu auffällig. Kannst du irgendwo hinstellen, kannst du halt sprengen. War das ja, jetzt ein. Wie wenn sprengt du Geld. Man das? Indem er drauf schießt. Ah, okay. Ist das, wenn man Geld dabei hat, rennt man prinzipiell oder bewegt man sich trotzdem langsam? Das hat mich gesprengt. Mist. Da hab ich dahin gehalten. Aber du musst nicht bei Subway arbeiten. Kann ich dir nicht empfehlen. Ich hab's zwar noch nie, aber eine Freundin von mir und die war nicht glücklich. Zeit nicht. Sicher, sicher. Deswegen überfallen wir auch eine Bank. Genau. Genau aus diesen Aspekten. Nochmal kurz zu meiner Frage. Wenn man das Geld dabei hat, prinzipiell schauen, dass man so schnell es geht rauskommt, oder? Genau. Ja, weil dann hast du halt einen Rucksack auf. Man sieht einen blauen, fetten Rucksack auf, der Geld verliert. Ja, also das siehst du extrem. Oh, er hat mich gesehen. Polizist. Ich kann leider keine NPCs mehr durch die Gegend jagen. Was haben wir mit unserem Doktor? Diese Münze ist zu geil. Hat der Feuerwehrmann auch eine Waffe? Ja. Jetzt hat jeder eine Waffe. Oh. Alter, der hat den einfach umgelegt. Das war ich.
Wie, das warst du? Ich habe eine Bombe gezündet, als der gerade drüber gelaufen ist. Ach so, ach lol. Naja. Der FED hat einen, also der FED-German bei der Polizei hat einen Taser und hat einen Gelddrucker. Was bringt der Gelddrucker? Der kann es falsch Geld machen, oder wie? Der Typ hat sich gerade umgedreht. In dem Moment habe ich ein Fass hinter ihn gestellt. Und dann läuft er um dieses Fass. Was macht dieses Fass eigentlich? Das ist genau der Gelddrucker. Bei der Polizei kann Geld aufstellen. Und jetzt hieß es ja, dass wir 100.000 erreichen müssen, ne? Und wenn die Polizei jetzt einen Gelddrucker hätte, müssten wir viel mehr erreichen. Ah, okay. Aber das Geld, was die drucken, okay, das zählt prinzipiell für uns auch. Das zählt. Nein, das genau, wir müssen 100.000 abgeben. Siehst du ja oben? Wir haben 15 von 100.000. Ja. Und da würde jetzt wahrscheinlich stehen 150.000, wenn der Gelddrucker die ganze Zeit laufen würde. Okay. Scheiße. Da habe ich nicht aufgepasst. Verdammt. Also der macht es quasi schwerer, ne? Bei einem knapperen Ding wie 50.000 oder sowas, wenn es so 50.000 Max steht, brauchst du sowas, um den Leuten entgegenzuwirken. Warum bin ich denn doof? Sollen wir auf die Frage wirklich antworten, Ecki? Ach Gott, ich hätte einfach oben das Fenster zerschießen sollen. Ecki ist doch mehrfach studiert, oder nicht? Socke da unten Linde, ganz ja, aber der hat mich Momente wütend. Ja, ich glaube, die Fässer machen ihn misstrauisch, die immer hinter ihm aufploppen. Ich laufe die ganze Zeit hinter ihm her und stelle mir einfach Fässer hinter ihn. Das ist so witzig. Ich habe ihm die NPCs so in die Nase rumgeschickt. Ja, was da oben noch ist, weil wir hinter waren hier. Kommt dort Flugzeug. Flugzeug. Socki, wo läufst denn du hin? Ja, einfach mal so. So ein bisschen NPC. Genau. Genauso musst du auch spielen. Ja. Ab und zu mal einen Busch anzünden. Da ist ja noch einer. Oder ein Fass fallen lassen. Den Polizisten erschießen. Oh, der kampiert hier leider beim Rucksack. Ich krieg den nicht. Camper. Müssen wir jetzt weglocken irgendwie, oder? Ja, wie? Na, alleine geht das schlecht, aber... Ach, Socki ist wieder alleine. Ach. Ja. Der Fliegenklatsch ist tot. Und du siehst einfach den Totenkopf nicht, wie das sein Emote. Weil der so hell ist. Nicht in Ordnung von euch. Undercover. Sneaky Beaky. Der steht jetzt Fass, echt. Wenn du das Fass da oben jetzt zerschießt, dann geht der 100 pro hoch und dann, das könntest du nutzen. Ja, ich versuch's. Das Problem ist, die sind ja auch noch zu dritt. Wenn da oben jetzt irgendwas explodiert. Ja, das Problem ist. Ja, nur ganz schnell schießen und dann gleich wieder Waffe weg. Campen im Moment alle drei. Jetzt gleich wieder weg und runterlaufen. Der läuft bestimmt hoch, oder? Nein. Echt nicht? Nein. Nee, der campt da. Er campt. Er lässt den Rucksack nicht aus den Augen. Draußen steht auch ein Polizist, übrigens links neben dem Fahrzeug. Ja, die campen beide. Also ich weiß, dass ich gleich rausfliegen werde, weil ich gleich mal auf K muss. Ganz kurz. Aber ich komme gleich wieder. Aber ich werde wahrscheinlich rausfliegen. Da fliegt ein Flugzeug. Schon die ganze Zeit ein Flugzeug. Wer steuert das denn? Bist du hart am Stapitzen? Nee, ich bin momentan immer tot. Also ich hack zwar immer richtig viel und mache immer viel kaputt, aber ich bin immer dann tot. Ne, ich kann nichts machen. Dieses scheiß Flugzeug. Was da einfach die Feuerwehr, der Feuerwehrmann steht oben und guckt aus dem Fenster auf das eine Auto. Der SWAT steht unten direkt über dem Rucksack. Und der andere... Achtung, der Feuerwehrmann ist hinter dir, der zieht auf dich. Ja. Du musst mehr NPCen. Bleib einfach stehen, gucken an. Hä? Einfach eine Weile stehen bleiben. Und jetzt wieder in die Bank.
dieses Flugzeug. Wie ist denn das Flugzeug jetzt? Hä? Zerstellt. Hey, das, wie doof war denn das gerade? Das hat jemand gegen sie. Sie haben mich nicht erschrocken. Aber wer steuert das Flugzeug? Obwohl sie zu zweit vor mir waren, haben sie sich nicht getraut zu schießen. Ja. Das nenne ich mal Solidarität. So. Die Quelle ist kurz draußen, oder was? Server verlassen. Ich bin auch rausgegangen, kurz aus dem Server. Das will ich dann gleich wieder einladen, wenn ich dann wieder da bin. Ja, klar. Ich habe gerade genau richtig geraten, wer die letzte Person war. Also ich habe es aber echt zum Schluss gesehen, wer die Person ist. Hallo Schreiber. Hallo Arrow. Sie. Der Bombenbuggy ist geil. Der macht Spaß. Schalke, so, ich mache mich jetzt so klein, als ich bin. Hören die anderen das auch oder ist das ist die wirklich komplett schalldicht? Die hört man. Okay. Aber nur in direkter Nähe. Okay. Ich verstehe. Grüße an Quelle, Johnny. Quelle ist gerade AFK. Und Johnny? Genau. So, ich nehme jetzt aber mal einen anderen, weil ich glaube, mit den Mafia-Boss komme ich nicht mehr ganz so weit. Ich habe gerade aus den Most Wanted genommen, was macht der denn? Also der Pickpacker, das ist das zweite oben rechts bei dem Stealth. Der vorletzte in der ersten Reihe rechts, der ist geil mit der Münze. Ja, aber ich weiß nicht, wer das letzte Runde war. Oben in den oberen Juwelier. Also das war ganz dummes Timing. Der Einzige da drin und du schlägst es kaputt. Der Thief spotted. Heißt das? Keine Ahnung. Drück Y, dann siehst du noch, was der kann. Stohlen die Kleidungsstücke. Ah. Warum ziehst du auch die Waffe? Weil der direkt vor mir stand und mich angeguckt hat. Lass ihn doch stehen. Oh ja, und? Ich kann doch auch abknallen. Zu viele Leben. Hi, Koro. Hä, wo kann ich denn jetzt dagegen fahren? Na, Koro, wie geht's? Mit einem roten X, oder? Da, wo die roten X'e sind. Das sind die Wände, die kaputt gehen. Lol, das sind gar keine roten X'e bei mir. Stacheldraht hier hingelegt. Das sind doch nicht viele. Ja, Stacheldraht kann auch einer der Chars. Und darum müssen wir jetzt achten. Wenn wir Stacheldraht haben, dann kann es auch passieren, dass einer unserer Fahrzeuge eine Kralle rankriegt. Also mit dem Fahrzeug können wir den auch nicht mehr abhauen. Habt ihr irgendeine Bombe gelegt? Ja, ne, EID, okay, da. Was zerschießt denn ihr gerade da? Oder zerschießen die? Keine Ahnung. Warum bin ich gestorben? Warst du zu dicht an der EID? Oh, scheiße. Ein Kopf steht dort hinten und ballert. Hä, wie kann man zeigen? Mittlere Maustaste. Ja, ist irgendwer von euch auf dem Dach? Ach nee, och nee, die haben den scheiß Bot wieder. Ist das Geschütz, was da die ganze Zeit ballert? Kann das sein? Draußen? Nein, draußen steht ein Kopf. Ich fahre hier mal mit dem Bombenbuggy rum. Fliege? Ja. Wärst du vielleicht gleich mal so nett und würdest mir eine Tür öffnen? Am besten die hier. Hier oben? Ja. Mit dem Sprengding? Mit dem... Mir egal wie. Hauptsache offen. Achso. Ist offen. Oh, Korb. Ich habe einen Bohrer aufgehoben, was kann ich mit dem machen?
die Vents aufbauen quasi. Also du musst überhalb von einem Tresor sein und dort kannst du die Bohrer dann ansetzen. Okay. Ich habe hier einen Bohrer, aber der nächste Tresor ist 19 Meter entfernt. Ich weiß nicht, ob ich das... Du musst halt oben drüber sein, über dem Bohrer. Ja, super. Der ist unten. Bringt mir eigentlich nichts dann, oder? Ja, dann musst, wenn der Tresor unten ist, dann musst du halt in die zweite Etage. Aber da sieht mich ja jeder mit dem Bohrer rumlaufen, oder? Ja. Ah, oh, fuck. Ja. Aber den Bohrer kannst du halt mit G fallen lassen, genau. Und jetzt niemals seitlich, Arrow. Niemals seitlich. Bin ich nicht seitlich gelaufen, tatsächlich. Du bist aber gerade so schräg gelaufen, dass es schon ungewöhnlich war. Okay. Deswegen, ich beobachte dich jetzt mal eine Weile. Hinter dir, du bist down. Waffe ziehen, Arrow, Waffe ziehen! Oh, ist scheiße. Wenn sie auf dich schießen, immer zurückschießen. Flüchten ja. Hilft da selten. Okay. Weil wenn jemand da ist. Welche Punktabzüge haben die, wenn die jemanden erschießen, der unschuldig ist? Dann werden sie gefeuert. Also ach tot. So. Machen halt Spieler, die das sehr viel spielen, gerne. Die Polizisten triggern, da sodass sie entdeckt werden und sich dann hinter Zivilisten verstecken im Feuergefecht. Also selber so wenig wie möglich schießen, aber immer auf die Zivilisten. Aber warum sollte ich denn dann den Insider nehmen? Was kann der? Außer, dass er im Gebäude schon spawnt. Du kannst dich auch direkt verstecken. Also wenn du im Mitarbeiterbereich bist, hast du ja den Anzug an. Und bist du, so wie Socke jetzt zum Beispiel, im zivilen Bereich, drückst du einmal kurz X und bist umgezogen. Ah, okay, verstehe. Okay, das ist nicht schlecht eigentlich, gell? Naja, vor allem für Leute, die das Spiel noch nicht viel gespielt haben und dadurch halt lernen, wie sich NPCs bewegen. Also kannst du die NPC-Bewegungen auch sehr gut erkennen. Ja, okay, verstehe ich. Macht Sinn. Das macht Sinn, wa? Vor allem später denn, also wenn du jetzt mal nicht Insider bist, kannst du dich ja nur verkleiden, indem du einen NPC umboxst. Jetzt habe ich Zucker. Verdammt, oh. Ich war zu langsam. Indem du einen NPC umboxst. Wartel hatte ich. Und dann kannst du mit E die Kleidung wechseln. Ja, genau. Und du kannst sogar, habe ich vorhin festgestellt, die Kleidung von den Cops annehmen. Das ist nice. Aber man kennt es halt immer noch trotzdem, weil oben drüber ja die Namen stehen. Sind denn Profanitätskontrollen in den Einstellungen? Was? Ja, ist halt scheiße, wenn man keinen Typen dabei hat, der die Feuer für immer löschen kann. Das. Ja, Neumann, du möchtest ein neues Konto eröffnen, habe ich gehört, ne? Ja. Auf jeden Fall, bin ich der Einzige, der noch da ist? Nee, ne? Ja. Ja, scheiße. Oh Mann, was macht ihr denn? Warum sterben die alle? Ja, ich hätte nicht gedacht, dass er mich sieht, als ich ganz klein war. Raus aus dem Fenster hinter dir. Lauf, lauf. Du Gast. Hinter dir. Hä, hey, was? War das nicht warten. Genug? Nein. Ah, schade. Ich hab gar nicht du brauchst 10.000. Ich hab gedacht, das war, oh Mann. Oh, ich bin wiederkommen. Mach mal alle kurz hoch. Ich zieh mal kurz alle hoch, ne? Jo. Zieh mal. Mal ganz kurz alle hoch. Lass mal kurz das weitere Vorgehen besprechen. Ich habe gerade mit Titus geschrieben. Die bleiben jetzt bei Stadt, Land, Fluss. Also die machen nichts anderes mehr. Okay. Ja. Ich bin jetzt nur noch eine Runde raus.
Achso, also ich dachte, die spielen wenigstens noch so Goose Goose Duck und so. Ja, das also das habe ich auf jeden Fall noch vor, weil Patrick und Asmera und Bobby und sowas, die warten auf Goose Goose Duck. Ich würde sagen, dass wir jetzt vielleicht noch so ein, zwei Runden machen und dann zu Goose Goose wechseln, wenn das für euch in Ordnung ist. Echt ja, dafür. Ich bin dann raus, aber ich alles gut. Ja, ich muss okay. Auch mal gucken, ob ich eventuell raus bin. Ich weiß noch nicht, das schauen wir dann. Ja. Wenn dann nach Goose Goose nochmal Interesse ist, können wir ja nochmal hierher oder Gartic bauen oder irgendwas, ne? Roger. Ach, scheiße, ich habe jetzt. Jetzt habe ich gar nichts gemacht. Ich auch nicht. Jetzt sind wir alle dasselbe. Ja. Ne, okay. Wollte ich nur kurz abwerten, ne? Ja. Hey, fliegen. Dann haben wir mal irgendjemand. Wer ist denn alles bei uns jetzt? Ich ziehe uns runter. Henker und. Venom, Henker. Venom. Und Venom. Ja. Du, Bartel, was wolltest du gerade sagen? Nix, ich hab nur kurz eine neue Disguise gebracht. Ah, lol. Er kommt da einfach durch. Warum? Mit welchem Hintergrund? Das ist ja dumm. Ich bin down. Fuck, kann man mit M machen? Ja, mich auch. Wenn einer Doktor ist, ich lieg im Lüftungsschacht. Ah, ich glaube, ich habe ihn zu dir gelockt, weil ich da gerade geflohen bin. Latsche schießt wieder rum. Aber wir wissen jetzt noch nicht, wer die Gegner sind, oder? Feuerwehrmann, normaler blauer Polizist und den letzten habe ich noch nicht, ne. Also dein Gegner können sein Feuerwehrmann, dein Gegner können sein. Das heißt, wir sehen sehr eh immer. Polizeiofficer, Frauen mit Brillen und schönen bunten Haaren. Jetzt erkenne ich, wird da verschwinden an deiner Stelle. Die können deine Feinde sein. Deine Feinde können zum Beispiel. Können wir die jetzt erschießen? Macht das Sinn? Macht der jetzt die Bombe? Diese Büromenschen sein. Die mit den Anzügen. Ah, der Janitor ist noch einer. Also die haben keinen mit Anzügen. Ja, die haben Feuerwehrmann, die haben einen Cop, glaube ich, und irgendwas anderes. Haben wir einen. Und natürlich das SWAT und. Aber die Runde dauert ja noch ein bisschen. Ich bin mal ganz kurz AFK. Bis gleich. Alles, was nach staatlich aussieht. Ist dein Feind quasi in dem Game als Räuber. Braucht nicht bitte Geld. Es kann auch mega fies sein und das ist ein NPC. Also du kannst ihn gar nicht unterscheiden. So, die ATMs oben sind gehackt. Der dürfte ja, nicht mehr so viel Leben haben, eigentlich. Weil Polizisten können sich auch als Räuber verkleiden. Also manche. Den draußen. Der geht aufs Dach gerade. ATMs unten alle gehackt. Ich überlege gerade, ob ich von oben die Kohle nehme und das Fenster runterspringe. Warte, der Kopf ist ganz weit weg da hinten. Ich probiere es einfach. Lauf, Fliege, lauf. Oh, ich bin tot, aber das Geld liegt im Auto. Ja. So. Weißt du, ich bin auch tot, aber ich lag in der Lobby. Okay. Fliege, der untere Vault ist auch schon auf. Da kannst du eigentlich nochmal, wenn du zurückgehst, den ausholen. Alter, wir hatten gerade 15.000. Wir hatten gerade die restlichen 63.000 reingelegt. Das Geld, das Geld, das draußen lag. Crazy. Ich habe keine Ahnung, wohin. Ja, ich erklär's dir. Hier links im Erdgeschoss ist die Scheibe eingeschossen. Mhm. Wenn du da durchspringst, hier links. Ja, ja. Und dann durch die Tür rechts gehst, dann ist da ein Laser. Dem Laser musst du ausweichen. Ja. Der dreht sich halt. Also bevor du durch die Tür reingehst. Ja. Ein Polizist kommt. Und Polizist ist da. Ja, ich habe ihn gesehen. Okay, er ist ja wieder weg. Er hat gesehen, dass das Geld weg ist. Würde jetzt im Wagen wahrscheinlich nachschauen. Da war er das, kann der das Geld wieder rausholen eigentlich? Nee. Genau, einfach mal rein.
Und jetzt die Tür mal vorsichtig öffnen. Ja, der Laser ist gerade vorbei. Und rechts um die Ecke ist der Vault. Wenn der Laser jetzt vorbeigeht, dann einfach reingehen. Wie viel brauchen wir denn noch? 13. Ja. 12. Ne, 22, sorry, das ging gerade. Oh, shit, oh scheiße. Kriegst du ihn? Socki. Alles liegt an dir, Socki, wie immer. Nee. Liegt alles im Tresor, muss man nur. Kein Druck, kein Druck, kein Druck. Die sind auch alle da. Wenn du da jetzt eine Granate reinwirfst, sind sie alle tot. So, wo muss ich denn hin? Oder in der Lobbylinge auch 26.000? Ja. Ja. Ja, sobald sie die aufnimmt. Ah, da ist Vorsicht, da sind zwei Grad hinter dir. Ja, alles gut. Ich NPC hier mal so ein bisschen rum. Ich NPC mal so ein bisschen rum. Besseren Plan. So, weiß irgendjemand, wo die gerade sind? Einer ist vor dir. Der andere wird bei dem Vault da hinten irgendwo sein. Ah, einer ist da oben. Oder ist es dasselbe? Ich habe gerade nicht gesehen. Der gleiche, komm. Der ist gerade hochgerannt. Einfach probieren. Und go. Nein, du hast das falsche Aussehen. Also, nein, nicht rennen, nicht rennen. Du hast das Outfit von ihm. Nicht laufen! Oh nein, wieso habe ich kein Outfit? Das wäre perfekt gewesen, das ist kein Copy. Das wäre ein gutes Timing gewesen. Okay, ich versuch's nochmal. Solo. Go. Renn. Nein. Renn und dein Leben. Schnell! Gönn uns den Urlaub. Sieht gut aus. Yay! Geh hin, geh hin. Abhauen, abhauen, abhauen. Mit E. Ans Auto ran. Einfach E drücken. Auto und E. Oh, yeah. Yes, geil. Komm, der Kopf ist noch zum Auto hingekommen. Ja, ich dachte auch kurz. Ja. Oh je. Ja, dir bloß eins geil. Zu schießen, dass er rausfliegt wahrscheinlich. Mhm. Bleib mal noch beim Team Räuber, weil das Restliche muss ich mir dann mal reinziehen. Ja, Cops sind auch nice eigentlich. Macht auch Spaß. Glaube ich. Letzte Runde? Okay. Ja, erstmal. Und mal gucken, vielleicht machen wir danach nochmal dann. Was spielen wir danach? Nach Goose. Goose. Nach Goose habe ich auch noch nie gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich. Dann spielen wir Schach danach. Das ist sehr lustig. Schach. Ja, bei Schach steige ich dann aus. Ne? Du hast noch nie Goose da gespielt, Bartel? Nee, ich habe noch nie Goose da gespielt. Ist ja kostenlos, das Spiel. Ich weiß, ja. Ich habe es mir auch runtergeladen. Ja, das macht Spaß. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll, und die Zeit ist gleich abgelaufen. Ach, ich bin auch unten. Oh, Moment. Hau ab! Arschloch. Also ich bin Mechanik, ich mach mal alle Türen auf, ne? Ja. Kann mir irgendeiner gleich einen NPC umlegen? Ich brauch eine Neuverkleidung. Du kannst auch du selber machen, aber hier ist gerade ungünstig, weil hier nichts ist. Ich da, weiß. Vorm Fenster liegt einer. Nein, warum ist nicht reingeflogen? Oh scheiße, ich bin seitlich gelaufen. Es hat wir haben einen VIP, denk dran. Das heißt? Die müssen den beschützen. Dadurch haben die aber auch, dadurch, dass der VIP da ist, eine höhere Grenze, sehen wir ja gerade 110.000. Aber wir bekommen auch 17.000, wenn wir den umlegen. Feuerwehrmann, ich bin... Die haben Feuerwehrmann? Killt bei Venom Soma. Wie kann man denn den Feuerlöscher hier aktivieren? Oder warum blinkt der Feuerlöscher? 69 liegen vor der Tür. Feuer löschen können nur die Cops. Wir legen Feuer. Das dann rennt hoch. Ich mach doch nicht so einen Krach. Wie soll man denn so schlafen? Camps sind an.
Camps sind wieder aus. Einer rennt unten rein. Camps könnt ihr auch zerschießen, ne? Müssen denn die Camps da, oder wo stehen denn die Camps, dass die da reingehen können? Wie weit sind die können die einfach weg? So von überall. Ach so. Die drücken C und dann sind sie drin. Beziehungsweise, wenn ein Polizist tot ist, dann kann der so oder so da rein. Also selbst ein toter Polizist kann sehr gut noch Informationen rausgeben. Wie mächtig ist denn die Shotgun? Soll ich abgeben oder wollt ihr noch ein bisschen? Mir ist es egal. Zur Not gib ab, wir müssen ja noch nicht losfahren. Ja, okay, mach bis so. Lol, wie haben wir so viel Kohle gekriegt? Ein Joker. Ah, okay. Das ist ein Joker. Ist ein ziemlich böser Ding ins Bummes. Der kriegt mehr Geld, aber der hinterlässt so Karten, dadurch können die meine Position immer anzeigen. Genau, und der Joker kann kurzfristig den Skill klauen. Ich krieg nochmal Geld bei dir raus. Du musst aber nicht gleich nehmen, ja? Nehme ich auch gar nicht. Weil das wäre jetzt ein bisschen dumm. Das wäre jetzt eher so ein Ding, wer da hat ein NPC gestanden und ein Cop hätte dort Dingensbummens machen wollen. Ich will mich eigentlich reinschleichen und die Tür noch drinnen weiter vermieden. Leg mal überall Geld hin, bis sie mich töten. Oh, sind jetzt schon zwei raus. Wir sehen nur noch Ecki da. Was ist mit den anderen beiden? Oh, hast du mich jetzt erschrocken? Oh lol, Ecki steht draußen. Was will Ecki dann draußen? Der steht genau da, Mitch. Nein, nein, Mitch! Oh Gott. Der hat auf der anderen Seite draußen? Ja, nein, der stand bei dir, Mitch. Aber er hat auf den Fallschirm geschossen. Halleluja! Achso, war ja die letzte, schade. Okay, ja. Starten wir mal Guse-Guse. Guse-Guse? Guse-Guse. Gut, gut, gut. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, spielt er vielleicht später nochmal eine Runde, oder? Ja,